So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Es geht los bei Neowill aus dem Hause HCM. Mein Name ist Nils und wir spielen direkt los. Bis dahin geht's jetzt einen kleinen Schnitt noch. Ihr Lieben, ich habe wie versprochen die Unterlage weggenommen und das sind meine ersten drei Teile, die ich hier habe. Hier seht ihr übrigens die Füße meiner Kamera. Ganz witzig, weil ich sie heute auf einem Stativ habe. Nun möchte ich als allererstes mal, weil ich so viel Grün habe, aber auch Blau, möchte ich vielleicht am Anfang so loslegen. Da oben liegt auch ein Grüner und Blauer. Das ist natürlich ganz gut für mich. Das heißt, genau das werde ich machen. Ich werde anfangen hier mit einem Grün und Blauen und den lege ich einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass ich dann sozusagen eine Reihe nach oben bauen kann. Das gesagt, möchte ich auch gleich richtig lospunkten und nehme mir hier mal ein grünen 12er und stell den darauf. Das ist für die Sicht auf dem Tisch jetzt für euch etwas schwierig, aber trotzdem gut. Und dann fülle ich auf 3, das habe ich vergessen in der Regelerklärung zu machen. Ja, und dann baue ich einen weiteren da rein. Und jetzt kommt der Gegner quasi, der würfelt mir die 1 raus. Dieser hier ist weg. So, das ist für die nächste Runde. Ich habe eine Sache noch nicht erklärt während der Regeln, das mache ich ganz kurz. Das hier, das ist ein Sportplatz für gewisse Gebäude dieser Art, gibt es besondere Regeln. Die habe ich jetzt aber hier zufällig, wirklich rein zufällig nicht im Spiel. Deswegen erkläre ich sie auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich mache weiter mit der nächsten Runde. So, dafür lege ich hier wieder an. Und jetzt nehme ich natürlich das nächste Blaue hier und stelle es hierauf zum Beispiel, so dass ich hier wirklich auch einen 12er habe. Klar, im normalen Spiel würde es jetzt auch so ein bisschen Beef geben um die besten Tower. Das ist gar keine Frage. Ich kann mir jetzt entweder hier 2 weitere Blaue nehmen oder 2 weitere Grüne. Da ich 2 weitere Grüne schon habe, nehme ich mal 2 weitere Blaue und versuche hier vielleicht noch was anderes aufzubauen. Spannend ist noch vielleicht, sich diese Gebäude anzugucken. Hier muss man zum Beispiel, um diesen zu kriegen, 3 aneinanderliegende von einer Sorte haben. Oder hier, um 8 Punkte zu kriegen, so ein L. Das habe ich jetzt noch gar nicht einbedacht. Kann ich aber nachher noch machen. Ich werde jetzt erst einmal versuchen, rauszuwürfeln, welcher rauskommt hier von denen. Und es ist wieder die 1. Ihr seht, ich nehme die immer schön raus. Die liegen dann hier irgendwo. Sieht man die da? Ne, aber da sieht man sie, glaube ich, dass ich sie rauslege. So, und da kommt ein neuer. Wieder schön mit Blau. Übrigens auch wieder nur ein normaler Sportplatz. So, jetzt sollte ich mal anfangen zu gucken. Ihr seht, das hier ist ein 3x3. Das kriege ich so einfach gar nicht mehr hin mit 4. Das heißt, hier diese Sachen, die ich hier schon gebaut habe, da sollte ich jetzt wirklich dran arbeiten, dass ich hier möglichst vielleicht einfach ein klares Ende ziehe, so wie ich es möchte. Und so werde ich es auch, glaube ich, probieren an der Stelle. Jetzt muss ich anfangen, im Kopf schon mal zu knobeln. Und ich lege mal den hier hin, dann habe ich schon mal 8 auf Blau. Eine Sache, die ich vergessen habe, ich dürfte natürlich jetzt nicht den nehmen und die gleiche Region nochmal werten. Ich denke, das ist klar. Das sollte klar sein. Aber ich arbeite mal an diesem hier. Es gibt leider hier keinen 5er, weil den habe ich rausgenommen. Der wäre natürlich für dieses Gebäude super. Man darf auch überzahlen. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen 4er rauflegen würde, wäre dieses Ding immer noch gut. Aber ich probiere auch hier mal einen 12er. Ich probiere hier riesige Gebiete zu erschaffen. Ob das gut ist oder nicht, lassen wir dahingestellt. Müssen wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Und wenn ich mir das hier angucke, das passt nicht hier, aber hier halbwegs super. Den nehme ich mir und würfel ein weiteres Teil raus. Dazu liegt erstmal der da. So, und wieder ist die 1. Mein Würfel scheint nur Einsen zu würfeln. Das ist dann so, das ist ja auch was man sich merken kann. Ja, jetzt habe ich hier schon 8 Wasser. Wenn ich jetzt den anbaue, das war ja ein Plan, dann habe ich hier schon mal 9 Wasser. Dieser hier muss ja auf 8 Wasser, Entschuldigung, der muss ja auf, wie ich gesagt habe, auf 12 groß werden. Entschuldigung. Das heißt, hier muss ich wirklich versuchen, ein sehr, sehr, sehr großes Gebiet zu machen. Und das Schönste wäre, wenn ich hier 2 braune, 2 grüne kriege, schaffe ich aber nicht. Aber hier habe ich einen mit 2 grünen, der mir durchaus gefällt, aber der gefällt mir noch besser hier. Ich baue also hier einen kleinen grünen hin und hoffe, dass ich hier nachher wirklich
einen Fünfer habe. Damit habe ich auch schon festgelegt, übrigens, dass das hier die untere Kante wird und hier hoffentlich die Kante. Jedenfalls ist das mein Gedanke. So, wenn das übrigens der Gedanke ist, dann gehört der nachher in die Mitte. Ihr seht schon, das Ganze fasst jetzt wirklich stark ineinander und man muss gucken, was legt man wo. So, Thema, was legt man wo? Ich möchte weiterhin hier nochmal auf, eigentlich möchte ich fast auf Braun setzen, aber ich nehme den, der gefällt mir auch ganz gut hier. Fülle einen nach und würfel nochmal. Das ist dieses Mal die 3. Es geht also auch was anderes raus. Es ist nicht so, wie ich es gesagt habe. Okay, und wieder bin ich dran. Jetzt ist natürlich immer noch dieses hier, das ist der mittlere. Da ist der quasi designiert, den ich irgendwann hinmachen will. Hier habe ich gesagt, möchte ich es irgendwie beenden. Da hatte ich mir ja schon überlegt, dass ich eventuell so einen dahin lege. Noch schöner wäre 2 grüne, 2 braune. Die habe ich aber einfach nicht. Das muss man einfach so sagen. Das ist so. Wenn ich da noch einen hinlege und da habe ich hier schon die rechte Seite. Wer sich aber die anguckt, habe ich nichts für die rechte Seite. Das macht es ein bisschen blöd und schwierig. Andererseits wäre auch gar nicht so schwierig. Ich lege einfach den hier mal hier hin und baue auch hier einen 12er rauf. Das ist jetzt sehr vermessen. 4 12er, ob das gut geht, ich würde mal sagen, wahrscheinlich nicht. Aber wer jetzt nicht viel riskiert, der kriegt natürlich auch keine Riesenpunkte. Also hier gehe ich wirklich ins vollste Risiko, ins vollste Risiko. Und das hoffe ich, dass das dann auch sich bei mir auszahlt irgendwann. Jetzt möchte ich mal eben Vorstellungskraft eines Dreijährigen das hier so hinlegen. So möchte ich es nicht hinlegen. So wäre ganz nett. Dann kann ich hier versuchen, diese zu verbinden. Aber es gibt keinen solchen Dreier. Heißt, der hilft mir also wirklich gar nicht. Dieser hier hat es genau andersrum, hilft der mir. Oh, nicht umfallen hier. Guck mal. Nee, der ist genauso. Nee, die sind schon vertauscht hier. Aber der hilft mir noch weniger hier. Nee, sind die überhaupt vertauscht? Ja, die sind vertauscht. Vielleicht hilft der mir hier so. Aber dann habe ich da unten so einen blauen. Der ist wirklich... Ach, Quatsch. Das hilft mir gar nichts. So, hilft der mir denn hier, wenn ich den so lege? Auch nicht richtig. Wenn ich ihn so lege, auch nicht. Der einzige... Oh, so, aber dann habe ich da so einen in der Mitte. Alles ätzend, ehrlich gesagt. Also nehme ich den und lege einen nach und dann würfel ich weg. Hoffentlich werden alle weggewürfelt. Das geht natürlich nicht. Und der Dreier, der gerade neu gekommen ist. Schitty Schmitty. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben schon die ersten 5 Teile. Wir wollen jetzt gucken, dass es hier wirklich zügig vorangeht. Hier wollte ich ein Doppelgras. Das hatte ich mir überlegt. Also, hier habe ich jetzt ein Doppelgras. Damit ist das fertig. Der ist auf der linken Seite. Ich könnte also locker diesen hier raufsetzen. Wo ich den raufsetze, spielt keine Rolle. Ich setze ihn mal darauf. Damit ist dann eigentlich klar, dass ich hier nur dieses Gebiet meine. Ja, jetzt kann ich hier natürlich versuchen, ein wenig weiter in Sachen Wasser zu machen. Dazu ist der doch eigentlich ganz attraktiv. Dann kann ich hier wenigstens sozusagen 3er Wasser machen und vielleicht noch ein Wasser rauflegen. So, den legen wir mal dahin. Gucken wir, was wir rauswürfeln. Die 3, es gibt nur 3 und 1 auf diesem Würfel. Der Würfel ist eindeutig gezinkt. 3, 6, ja. Ich hatte gesagt, dass ich den hier so hinlegen wollte. Damit habe ich hier erst bei Braun 5. Das ist natürlich noch nicht viel. Hier seht ihr, passt der nicht so gut hin. Das heißt, hier, dieser hier ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich habe nichts mehr, was an dieser Seite liegen darf. Das möchte ich dazu gleich sagen. Das heißt, hier könnte ich mir jetzt zum Beispiel nochmal auf das Wasser einen 4er legen, einen 5er. Einen 4er schaffe ich natürlich ganz einfach. Wenn ich da nur einen einzigen rauflege, habe ich schon einen 4er. Die Frage ist so ein bisschen, wie arbeite ich jetzt hier weiter? Also hier könnte ich auch so einen hinlegen. Den finde ich auch hochattraktiv. Und dann da ein Doppelbraun und Doppelwasser. Das wäre ein Träumchen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber da ich den habe, lege ich mal hier so einen drauf. Damit muss ich hier so ein Hufeisen hinkriegen. Das schaffe ich auch. Dann werden die Blauen nicht gescored, wobei... Nee, werden in keinem Fall gescored, weil 3 Blaue nichts bringen. Aber 5 Punkte ist ja auch besser als nichts. So, was nehme ich da oben?
Ich brauche immer noch braune Teile hier und meinetwegen auch Stein. Das heißt, den nehme ich mal, fülle den wieder auf. Da kommt mehr Doppelbraun raus. Und ich würfel 3. Ich glaube, dass ich übrigens hiermit zu gierig war. Das schaffe ich nie. Aber ja, das ist dann so. Hätte ich halt einfach, hätte Tomate. So, ich hatte ja schon hier gesagt, dass das mein nächster Zug sein wird. Der ist klar, damit ist das fertig. Dieser braune hier, den kann man setzen. Leider habe ich jetzt nichts, was ich darauf legen kann. Das ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Und deswegen hier versuche ich jetzt nochmal irgendetwas, aber ich kriege nichts hin. Nichts. Nichts. Ich könnte jetzt diesen... Aber nee. Nee, ich habe mich verkalkuliert. Ich kann da jetzt nicht draufsetzen. Egal, was ich draufsetze. Wenn ich einen braunen darauf setze, dann ist es so, dass das nachher zu dem zählt. Das wird nur eine Einheit. Auf den Stein, da kriege ich nie 4 hin, weil ich ja die braunen hier idealerweise verbinden will. Wobei ich auch noch nicht weiß, ob ich das schaffe, um ehrlich zu sein. Aber es muss ich schaffen, weil sonst habe ich nachher Negativpunkte. Ja, vielleicht setze ich den doch nicht. Vielleicht ist das die, das des Rätsels Lösung, den nicht zu setzen. Dann könnte ich hier jetzt Steine ansetzen. Ich habe ja zweimal dieses Teil. Das heißt, ich kann auch wirklich hier eigentlich nochmal versuchen, Steine zu setzen. Zum Beispiel so könnte ich hier Steine setzen. Oder so könnte ich Steine setzen. Wenn ich hier jetzt 2 Steine hinsetze und den dahin nachher nochmal setzen würde, dann habe ich zumindest unten 4 braune und am unteren Rand. Das heißt, ich setze mal hier, ups, das hat 4 darauf. Und dann kann ich auch beim nächsten Mal noch am unteren Rand 4 darauf setzen. Das geht, ist nicht ideal. So, den hier nehme ich mir, der passt da oben, glaube ich, relativ gut ran. Nicht, dass ich es mir gemerkt hätte, eine 2 gewürfelt. Das heißt, der fliegt raus und da kommt ein neuer. So, und wie gesagt, schnelles Spiel bringt schnelle Punkte, sage ich immer. Also setze ich den hier hin. Und jetzt lege ich hier noch einen rein, der am unteren Rand fischt. Das wäre dann dieser hier. Nochmal, es ist nicht nötig, dass man immer auf alles setzt. Ich mache das. Aber nötig ist es nicht. Aber ich mache das natürlich hier, um möglichst viele Punkte zu generieren. Ja, ich wollte ja eigentlich einen mit 2 Steinen. Das habe ich ihm hier sozusagen mehr oder weniger versprochen. Das kriege ich aktuell nicht hin. Das muss man so sagen. Alternativ geht es auch darum, hier Steine zu bauen. Aber dann blocke ich den aus. Also, das heißt, ich werde hier, wenn ich hier braun nähe, dann schneide ich mir den braunen ab. Das ist jetzt wirklich eine kritische Phase. Da möchte ich auch noch eigentlich einen haben, der in der Mitte ist. Da wäre so schön so ein brauner und Wasserteil. Oh, jetzt komme ich vor Schreck gegen die Kamera. Puh. Den darf ich auch nicht abschneiden, Steine. Ich darf eigentlich nichts mehr abschneiden, merke ich gerade. Es, wie ich es drehe und wende, es wird jetzt kritisch. Nehmen wir mal an, ich würde den hier nehmen. Jo, das kann ich so machen. Kann ich da noch 2, 4, 6, 8, 10. Den 12er schaffe ich damit nie. So. Ich nehme den mal. Ob mir der was hilft. Obwohl, da oben habe ich ja schon einen. Da habe ich ja schon diesen hier, den ich dahin bauen will, auf jeden Fall. Habe ich ja gesagt. Wobei, wenn ich den dahin baue, dann habe ich... Dann habe ich den schon nicht mehr in 2, 4, 6, 8, 10. Das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich gar nicht mehr machen. Uiuiuiui. Ja, der ist schon versägt. Hier. Uiuiuiui. Komm. Nicht lange drüber nachdenken, einfach machen. Aber ihr seht, 4 Zwölfer zu nehmen, war definitiv ein gieriger Zug. Auch der passt da hervorragend. Den nehme ich als nächstes, wenn nicht die 1 gewürfelt wird. Okay, Gott. So, war definitiv ein gieriger Zug. Hätte ich nicht machen sollen. Hätte, hätte, hätte. Ja, kann man nicht machen, kann man nicht wissen vor. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ich nehme den und dieser hier wird dann halt einfach sozusagen sterben. Das ist dann so. Der ist damit auf jeden Fall oben und damit kann ich hier was drauflegen, weil da habe ich ja schon 12. Der ist damit beendet. Ich nehme den, das habe ich mir gesagt, 2, 4, 6, 8, 10 und dann habe ich gleich den 12er fertig.
So, last but not least hier für heute, mache ich den noch, schade, mit Doppelstein weggenommen. Und da kommt noch ein schlechter. Und ich würde sagen, ich mache noch einen kurzen Schnitt für euch. Soweit, so gut bei Neoville. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Mein Name ist Nils, HCM Kinzel hat Neoville gemacht. Bis dann, bei Durchgespielt.